Jo, meine lieben Freunde, ich bin's wieder, euer Pikus, und wir sind hier zurück bei Lumber Tycoon. Ich hoffe, dass ihr auf jeden Fall die Musik jetzt gerade wieder hören könnt. Und ich freue mich einfach so wirklich wahnsinnig, dass ihr dieses Spiel einfach so feiert und dass ihr so gerne einfach mehr davon haben wollt. Und ich muss persönlich sagen, mir gefällt das Spiel auch total gut. Und das erste Video wurde eine Frage gestellt von wegen, wie man denn in die Ego-Sicht wechseln kann. Man kann entweder öfters I drücken oder man scrollt einfach rein und dann ist man in der Ego-Perspektive. So, ganz kurz geklärt zum Anfang. Und für die Leute, die denken, ja, warum kannst du denn nicht Leute grüßen und sonst was? Das mache ich nur, wenn die Leute halt eben was Besonderes erreicht haben oder wenn sie irgendwas Besonderes, ja, wie soll ich es erklären? Wenn ich halt was speziell mit denen gemacht habe oder sowas oder sie persönlich besser kenne oder sonst was, ne? Und kurze Info schon mal, heute ist wieder keiner dabei, leider, muss ich wirklich sagen, weil leider niemand Zeit hat. Weil ich ja bekanntlich immer vormittags aufnehme und dort ist es halt eben nicht immer so einfach für alle Leute. Und wir sind jetzt zurück im Spiel, aber es wurde sich gewünscht, dass wir hier die Säge ausprobieren. Deswegen machen wir das Ganze mal. Jetzt müssen wir uns die natürlich erstmal kaufen. Zack. Komm her. Ja, 12.200, gar kein Problem. Machen wir. So, wir müssen mal erstmal damit jetzt zum Platz zurücklaufen, weil ich habe bisher noch nicht mein Grundstück, also ich habe mein Grundstück gespawnt, aber ich habe halt noch nicht wieder was auf mein Grundstück gepackt. Und ich war noch nicht mal bei meinem Grundstück da. Und übrigens, falls ihr zwischendurch mal ein bisschen lauter hört oder sowas, dann bitte ich das zu entschuldigen, weil ich die Fenster offen habe. Und ich mag ungern die Fenster zumachen, weil jetzt wenigstens mal ein bisschen kühle Luft reinkommt. Weil mein PC ja zusätzlich auch noch das ganze Zimmer immer aufheizt. Bei einem, ich glaube, 600 Watt oder 650 Watt Netzteil oder sowas. Kein Wunder, dass es so aufheizt. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo... Ach du Scheiße! Was ist denn das für eine Säge? Leute? Was ist das für eine Säge? Alter. Okay, ich glaube, damit werden wir viel Spaß haben. Ich habe schon überlegt, wir können die entweder aufs Förderband packen. Können die natürlich auch hier irgendwo. Einfach, dass wir die... Ich würde sagen, wir platzieren die irgendwo hier erstmal, um sie auszuprobieren. Ich glaube, wir werden verdammt viel Spaß mit dieser Säge haben. Okay, wir brauchen anscheinend nicht mal Kabel oder sowas. Das heißt, oh, wir haben die Fenster. Wir müssen erstmal die Türen hier zumachen. So. Komm, zu mit dir. Okay, irgendwie backt das hier gerade so ein bisschen rum. Dann fahren wir halt eben mit geöffneten Türen. So, wir können natürlich jetzt irgendwie Lavaholz oder so holen. Wäre vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee. Ja, dann müssen wir erstmal nach oben fahren. Und dann müssen wir mal hoffen, dass wir bis ganz nach oben kommen. Jetzt mit geöffneten Türen ist natürlich auch ein bisschen schwieriger, ne? Muss man sagen. Ist nicht mehr ganz so einfach, aber wir werden es schon hinbekommen. Alter, aber die Säge ist ja mal fett. Was ist das denn für eine große Säge? Ich meine, wofür braucht man überhaupt so eine große Säge? Ich weiß es nicht. Wo hat sich jetzt schon jemand Lavaholz hingepackt? Wir können auch einfach mal, wollen wir zu Anschauungszwecken einfach mal hier so eine Birke nehmen oder wollen wir wirklich Lavaholz holen? Ich meine, jetzt weiß jeder inzwischen, wie Lavaholz zu holen geht und wir kommen immer nur noch... Ich weiß nicht, ob es am Server liegt, aber wir kommen anscheinend immer nur noch auf Server, wo jeder sich anscheinend gerade irgendwie Lavaholz holt und ich habe keine Lust jetzt drauf, dass wir die Sachen runterschmeißen und jemand anders das irgendwie benutzen kann. Deswegen nehmen wir jetzt einfach mal hier die Birke mit. Ganz einfach. Vielleicht denkt derjenige auch noch so, die Birke, die bringt ja voll viel Geld. Weil wir ja so eine spezielle Axt haben und sowas, dann denkt er, wir sind Profis und da wundert derjenige sich aber dann. So.
Wir müssen auch mal irgendwann wirklich auf diese Insel fahren. Mir wurde gesagt, ich soll möglichst nicht alleine da reinfahren in das Labyrinth. Im Prinzip ja. Und danke übrigens für den Tipp von wegen nicht mit dem Anhänger reinfahren, weil der das wohl dann nicht mehr den Hügel hochschafft. Auf jeden Fall erstmal danke dafür für den Tipp. Und was ich noch sagen wollte, ich denke, alleine kann man reinfahren, wenn man halt eben weiß, wo man langfahren muss. Weil ich habe jetzt im Internet schon bei einigen Leuten eine Map gefunden, wo man dann eigentlich gucken kann, wo man da langfahren muss durch das Labyrinth. Und dann können wir das eigentlich mal zusammen ausprobieren hier. Aber der Tipp mit dem Anhänger, den finde ich gut. So. Wir haben jetzt hier die Birke hier hinten einfach irgendwie reingepackt. Ist natürlich jetzt nicht eine volle Ladefläche voll, ganz klar. Na komm. Oh. Wenn wir hier schon einsteigen, dann müssen wir auch alles mitnehmen. Verarschen. Ich mag aber die Musik wieder hier auf dem Hügel. Ich hoffe wirklich, dass man die Musik jetzt auch hören kann in der Aufnahme. Aber man sollte es eigentlich. So, am liebsten hätte ich ein Förderband, wo wir jetzt irgendwie eine Blockade sozusagen reinmachen können, sodass die Sachen nicht weiter nach vorne ja geschwemmt werden können oder wie auch immer. Und dann werden sie, sage ich mal, zurücktransportiert oder weiter transportiert, sobald diese Blockade weg ist und man das Holz durchgeschnitten hat. Das wäre richtig geil. Ob ich irgendwo sowas finde, weiß ich nicht. Beziehungsweise Möglichkeit finde, wie ich das machen kann. Es müsste irgendwie so eine Wand sein, die so runter transportiert wird, sozusagen. So, wir steigen jetzt mal hier aus. Nehmen einfach mal hier den dicken Balken raus. Komm schon. Oh, und du willst auch raus. So, und jetzt legen wir den einfach mal hier hin. Ich habe keine Ahnung, wie das jetzt funktioniert. So. Jetzt drücken wir mal hier rauf. Okay, also wir müssen den da am besten noch besser so runterlegen. Also außer dass ich das einfach mal durch die halbe Map buggen kann und das eine Stück jetzt einfach weggeflogen ist, ist auf jeden Fall eine richtig coole Sache. Wir müssen nur mal, wir fahren eben die Birke weg und dann schauen wir mal, wie wir das noch ein bisschen aufrüsten können. So, Momentchen, wir stellen das hier einfach mal hier so hin. Dankeschön. So. Und dann schauen wir mal, wie wir das aufrüsten können, damit es halt nicht mehr durch den Boden backt. Und wie wir das eventuell mit den Förderbändern hinbekommen. Weil ich möchte das Ganze ein bisschen automatisieren. Ihr kennt es ja, das Problem, dass Stückchen manchmal zu lang sind. Dass man sozusagen wie durch so eine Kontrolle fährt. Wenn das Stückchen zu lang wird, wird es automatisch abgeschnitten oder sowas. Das wäre so das, was ich eigentlich erreichen möchte. Also wenn man das hier rauflegt, das fährt halt hier rein und dann, beziehungsweise noch bevor es hier reinfährt, merkt er halt so irgendwie durch mehrere Laufbänder so, ach so, das Stück wäre also zu lang, also wäre über der Länge von diesen, hier, über der Länge von 10, dann müssen wir das also einmal durchschneiden. Das wäre so der Plan, sag ich mal, den ich damit verfolgen will. Das wäre echt schön. Ansonsten die Säge ist auf jeden Fall ein ganz gutes Werkzeug hier. Es geht schnell. Und wenn wir das alles ein bisschen aufbocken, dann ist es auch noch zuverlässig. So. Noch eben aufs letzte Stückchen hier warten. Dankeschön. Und durchs Dach springen, können wir das gleich abladen. Und dann machen wir uns mal einen Kopf, wie wir das jetzt weitermachen. Wir gehen noch mal hier ein bisschen im Baumarkt und stöbern mal durch, ob wir da irgendwie eine Möglichkeit finden. Was?
muss ja da eigentlich irgendwas geben. Ach komm. Übrigens will ich nochmal Danke sagen für jetzt schon mal sogar schon über 500 Abonnenten. Alter, ganz ehrlich, ich hätte niemals gedacht, dass ihr das so schnell hinbekommt. Und auch wenn es jetzt in letzter Zeit ein bisschen zurückgegangen war, ist es jetzt zumindest am Wochenende, weil Wochenende geht ja immer ein bisschen besser noch bei euch. Am Wochenende ist es auf jeden Fall nochmal richtig explodiert und auf jeden Fall richtig krassen Dank dafür. Ich freue mich natürlich wahnsinnig darüber, dass ihr das so feiert. Und das sehe ich auch immer wieder daran, was ihr mir schreibt, von wegen, hier, du machst es voll krass. Und teilweise sogar Kommentare, wo ich mir nicht vorstellen kann, dass die überhaupt ernst gemeint sind, von wegen, ja, für mich bist du der beste YouTuber und sonst was. Aus meinen Augen, muss ich mal wirklich so sagen, aus meinen Augen bin ich noch nicht mal ein YouTuber. Weil YouTuber ist bei mir halt wirklich erst, wie ich schon mal gesagt habe, erst ab 10.000 Abonnenten. Also von daher sehe ich mich persönlich noch nicht mal als YouTuber. YouTube ist halt gerade mehr, ich sehe das da teilweise schon als Arbeit, weil ich halt natürlich hier viel Zeit mit verbringe, viel teilweise auch Geld reinstecke und sonst was. Jetzt nicht, um irgendwelche Aufrufe oder Abos oder sonst was zu kaufen, wie es manche Leute vielleicht machen würden, sondern halt einfach fürs Equipment. Deswegen, warte, wir kaufen jetzt hier wirklich mal so ein bisschen Schnur und so ein paar Knöpfe und dann schauen wir mal. Was ich aber auf jeden Fall sagen wollte, es ist einfach echt krass, wie ihr, sag ich mal, auf die ganzen Sachen reagiert und sowas. Und ich freue mich echt einfach mega. Und ich hoffe, dass es so weitergeht. Und es wird auf jeden Fall ein Special kommen. Das kann ich schon mal sagen. Ich weiß nicht, ob es noch ein 500-Abo-Special wird. Oder fällt es jetzt wirklich hier die ganze Zeit runter? Oh, ich bin auch echt so ein Profi. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein 500-Abo-Special wird. Wahrscheinlich eher nicht, sondern es wird halt irgendwie ein Abo-Special sein, wenn es fertig ist. Wahrscheinlich dann irgendwie so 633 oder irgendwie sowas. Irgend so eine total krumme Zahl. Es macht aber nichts, weil ich glaube, das, was ich denn dort geschafft habe, das ist übrigens auch in Zusammenarbeit wahrscheinlich mit South, auf jeden Fall richtig geil wird es. Ich freue mich schon mega. Eventuell macht auch Jonas dabei noch mit. Es wird auf jeden Fall richtig krass. Und ich freue mich. Und ich hoffe, dass das alles klappt. So. Mir wurde auch schon gesagt, ich soll mal erklären, wo man die Anhänger kaufen kann. Ich weiß nicht, ob ihr das nicht vielleicht sogar gesehen hattet mal. Oder. Ach, ich glaube, ich habe das ja gar nicht genau. Hatte ich das noch auf. Also ich hatte es aufgenommen, aber ich weiß nicht, ob ich es gezeigt hatte. Jetzt kaufen wir die letzte Druckplatte noch. Auf jeden Fall ist hinten auf der anderen Insel, hinter der Brücke, ist ja ein Laden, wo man Fahrzeuge kaufen kann. Und genau bei diesem Laden, wo man sich die Fahrzeuge kaufen kann, kann man sich auch die Anhänger kaufen. Das heißt, in diesem Laden, wo ich auch hier den großen Truck gekauft habe, in dem gleichen Laden kann man sich halt eben dann auch die anderen Sachen kaufen, wie jetzt zum Beispiel halt eben diesen Anhänger. Beziehungsweise es gibt sogar zwei verschiedene, einen großen und einen kleinen. Die sind aber, wenn ich mich richtig erinnere, sogar relativ teuer. Also der kleine war nur vielleicht irgendwie 1000 oder sowas oder 2000. Der größere war aber auch schon irgendwie bei 10.000 oder so. Also für einen Anhänger relativ teuer, sagen wir es so. So, wir platzieren hier einfach mal die Sachen hin, damit wir die ausprobieren können. Komm. So. Und dann kann ich das ja dort damit, oder? Kann ich das doch bestimmt hier mit verbinden oder so, ne? Genau. Gut, dann kann ich das ja im Prinzip auch wieder moven, kann das woanders mit verbinden. Wenn wir zum Beispiel sagen, der hier, der Schalter hier, soll die Säge auslösen. So.
Der gibt jetzt aber ja die ganze Zeit weiter Strom. Ah, okay, dann geht die also auch nicht mal aus. Dann kann man... Jetzt hat es mich wieder auf eine Idee gebracht. Weil wenn es die ganze Zeit anbleibt so, könnte man denn nicht irgendwie ein Förderband machen, wo das Holz, sag ich mal, drüber und dann bleibt es unten und wird automatisch geschnitten, wenn es zum Beispiel so quer über ein Förderband fließt? Ich glaube, das Problem ist bloß, dass diese Förderbänder, die haben ja automatisch diese, also die sind ja automatisch genauso breit und das ist halt nicht die Länge von so einem langen Stamm. Schade, sonst wäre das echt cool gewesen, die Idee. Ja, mit dem Knopf ist halt das gleiche im Prinzip wie bei der Druckplatte. Okay, jetzt brauchen wir aber noch irgendwie was, womit wir das ein bisschen höher bauen können. Da müssen wir jetzt mal schauen. Gut, mit den Sachen da hinten wahrscheinlich eher nicht, aber wir können uns nochmal die Förderbänder anschauen. Angenommen, man würde hier da vorne Säge packen, dann würde der ja so und so die Reste wegtransportieren. Allerdings wären die halt sowieso dann recht klein. Das hier ist ja extra dafür da, um es so zum Beispiel zu der Seite rausfließen zu lassen. So kann man es zum Beispiel drehen, das Holz. Ist aber bei diesen großen Stämmen halt dann auch nicht mehr nötig. Wenn ich das jetzt so umkippe, kann es denn wieder normal spawnen? Ich weiß es nicht. So. Egal, wir brauchen irgendwie so ein kleines Podest oder so. Hier, wie wäre es mit einfach mal so einem Würfel? Wir brauchen einfach mal diesen Würfel und damit können wir uns ja im Prinzip alles bauen. Komm mal her. Ich brauche einen Würfel. Für 80 geht, klar. So. Jetzt hier rein damit. Und jetzt wollen wir damit mal wegfahren. Es ist auf jeden Fall wirklich ganz interessant, was man wohl mit der Säge alles machen kann. Wir müssen das natürlich alles noch ein bisschen ausprobieren, aber man sollte da auf jeden Fall was hinbekommen können. So. Ich will die Säge eigentlich ganz gern hier schon reinbauen, muss ich ehrlich sagen. Na, ich muss erstmal hier rausgehen. So. Genau, das nehmen wir jetzt. So, ob das eine... Das ist eigentlich so vier Blöcke groß. Na komm. Komm, gib mir einen weiteren Block. Nicht so zimperlich sein. Egal, das müssten wir jetzt erstmal fertig haben. Und jetzt müssen wir dort natürlich nur ein Stückchen Holz reinlegen. Wir machen uns das Ganze jetzt hier ein bisschen einfach. Dafür benutzen wir die Druckplatte. Jetzt bauen wir hier noch einen Baum. Einen Freiwilligen bitte. Jetzt wollen wir natürlich die Säge auch benutzen, wenn wir die hier schon haben. So. Dankeschön. Ich weiß, ihr könntet jetzt schreiben, ah, Picos, das geht doch viel schneller, wenn du es einfach mit der Axt machst. Ja klar, aber macht das einen Spaß? Ich meine, guckt euch das mal an und dieses schöne Geräusch. Das ist doch was Geiles, ne? Einfach hier so ein bisschen... Bzz, bzz.
Was ist das? So, wir müssen auf jeden Fall die Sachen jetzt schön zerschneiden. So, komm her. Zack. So. Wir müssen es natürlich noch in ein paar Höhen, also ein bisschen höher denn noch packen. Weil das Förderband ja auch noch eine eigene Höhe hat. Und sonst drückst du das durchs Förderband durch, müssen wir natürlich irgendwie das jetzt so nochmal zwei so eine Blöcke höher machen oder so. Aber zumindest haben wir jetzt hier das Holz. Na komm her. Ja, als ob man das nicht alle machen. Also jetzt mal, jetzt fangen wir mal hier. Wenn das so nicht geht, dann müssen wir das halt eben so machen. So, weil das sehe ich nicht ein, dass ich hier mein schönes Holz jetzt so einfach weggebe. Kann man das nicht mehr zersägen? Och, komm schon, Leute. Das ist doch jetzt echt ein bisschen Hohn hier. Ich meine, das Holz hier würde für 5 solche Dinge ausreichen. Gut, dann müssen wir die ganzen Sachen hier noch ein bisschen kleiner schneiden. Schade, ich dachte, wir erwischen das Ding noch. So, haben wir. Bisschen kleiner geschnitten hier. Ich glaube, das wird der nicht annehmen. Na egal. Wir schmeißen es halt einfach rein. So, rein da. Ups. Okay, man sollte auf jeden Fall auch nicht reinlaufen. Sonst ist es ein bisschen blöd für einen. Diese ganzen kleinen Scheiße hier, das braucht doch keiner. Komm, schneid das Ding einfach nochmal durch. Komm, hau weg die Teile. Schneid das Ding hier auch nochmal durch. So. Passt. Was nicht passt, wird passend gemacht. So einfach ist das. Ach komm, als ob der das hier nicht annehmen kann. Das muss doch eigentlich passen. So, das kommt hier auch noch rein. Und da haben wir noch ein Stückchen hier. Der nimmt das nicht an. Ah, das finde ich echt ein bisschen schade, muss ich sagen. So. Zack, ganz einfach hier. Da machen wir keine Gefallenen hier. Ganz einfach hauen wir das Ding durch. So, jetzt kommt das hier noch rauf. Und hier die anderen Stückchen und dann haben wir es. Und für die Leute, die jetzt wirklich in die Kommentare schreiben, die macht doch gar keinen Sinn. Warum benutzt du hier die Säge? Bist du mit der Axt viel schneller? Ja, bin ich. Aber wofür habe ich sie gekauft, wenn ich sie nicht benutzen würde? Macht euch darüber mal lieber einen Kopf. So. Jetzt noch schön das Stückchen hier abgeben. Kommen wir mal hier so eine Platte her. Zack. Und jetzt machen wir mit dem Blueprint nochmal ein bisschen Floor rauf her. Komm, setz es darauf. Ja, so. Und nochmal, komm. Und nochmal, komm. Jawohl. So, und jetzt noch schön da vollladen die Sachen. So. Ja, es gibt wahrscheinlich auch Blueprints, die genau diese Größe gehabt hätten, aber wir haben uns den Blueprint gekauft, also benutzen wir ihn auch. So.
Ja, es wird alles ja voll automatisch wird das hier. Na komm. Nee, du sollst dich schon direkt da drauf platzieren. Komm schon. Komm schon. Also da haben wir schon mal einen. Nur noch einen. Nur noch einen. Komm, der letzte. Komm, du willst. Ich hab's doch gerade gesehen, dass du willst. Ah, geht auch. Ich hab's doch gesagt, du willst. So. Echt schade um das Holz. Muss man leider so sagen. So. Jetzt noch die Platte hier. Und jetzt machen wir die hier mal ein bisschen kleiner und dann müsste das hier doch auch passen. Komm, schieb's durch. Geht auch. Komm, jetzt wirst du wieder hier richtig dick gemacht. So. Ich wollte schon sagen, wenn das jetzt nicht gepasst hätte. So, und jetzt moven wir das. I like to move it. So. Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir das moven können. Komm schon. Komm schon, du willst es doch auch. Das ist diese hakelige Steuerung, die ich meine. Es wäre schöner, wenn man die einfach so, wenn es einfach dann rot wäre, wenn es halt eben nicht geht. Und dann kann man es irgendwie mit Shift oder sowas gedrückt halten, so nach oben bewegen oder sonst was. Und dann halt dementsprechend rumplatzieren, anstatt dass sich das hier so rumbackt. Ist ja wirklich ein Backen. Oh, fast. Wir haben es fast. Nein. Wir hatten es doch schon. Oh. Jawohl. Schneidet es jetzt da durch? Ach, ich glaube, das ist genau richtig so. So, und jetzt müssen wir noch irgendwie gucken, wo wir das Kabel hinmachen. Wir müssen es jetzt irgendwo hiermit verbinden. Okay, warte erstmal finished und dann können wir ja immer noch hier. Ob das wohl geht? Ich muss jetzt was ausprobieren hier. Wir können noch hier erstmal rotate und einen Turn machen. Ups. Move. So. So. Move. Mal gucken, wie wir da rankommen. Ich glaube so. Wir machen das ja mal wie so ein Elektriker. Erstmal hier auf dem Boden so lang.
denn nach da oben? So. Wenn jetzt dann Holzstück durchläuft, ne? Wird es denn automatisch, also ich meine, das werden wir hiermit wahrscheinlich nicht feststellen können. Aber wird es denn beim Durchlaufen automatisch zersägt? Gut, wir können es damit wirklich nicht feststellen. Wir nehmen einfach mal hier diesen schönen Baum. Wir freuen uns über Bäume. Wirst du automatisch zersägt, wenn du da durchläufst? Ich fürchte, wir müssen das erstmal hier noch durchhacken. Weiter. Weiter bitte. Okay, so können wir auf jeden Fall. Okay, das ist schon mal sehr lustig. Das ist vielleicht keine Hilfe bei unserem Problem. Aber es ist sehr lustig. Mach mal aus das Ding hier. Ups. So. Ach komm. Mal aus. Komm schon. So. Wir müssen das hier nochmal so seitlich ein bisschen drauflegen. Scheiße, ich hätte mal den Transporter hier hinstellen sollen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd. Okay, so können wir auf jeden Fall Sachen zerhäckseln, so. Interessant wird's, wenn wir das hier dafür dann klein stellen. Fällt auf das Kleinste, was geht. So. Und die ganzen Sachen dann hier rein laden. Ah. Wir haben wieder etwas herausgefunden. Ach, die kann man also doch noch zerschneiden. Okay. Yeah! Okay, Party hart. Wir... Oh Gott, ich traue mich kaum, das zu sagen. Wir müssen hier nächstes Mal ein bisschen umbauen. Und zwar bauen wir hier solch einen Teil. Hier machen wir eine normale Gerade rein. Und dieses Teil bauen wir dann hier hinten hin. Hier, bevor es hier rausläuft, zack, baut es, kann das hier rumgehen. Dann fährt es hier lang. Zack, hier rum. Wieder rein. Ja. Vielleicht. Aber ich denke, das wäre eigentlich ein guter Plan. Ich muss nur gucken, wie ich das mache. Na gut, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Also bis dahin, Leute. Haut rein und ciao.